Ich hab's geschafft. Ich kann endlich unabhängig von allen Strom-, Wasser- und Energiepreisen kostenlos kochen. In diesem Video siehst du, was ich zum einen mit dieser Scheibe vorhab, wie ich meine zukünftige Outdoor-Küche gestalten will und wieso ich beim Bau der rechten Tür so reagiere. Alles kaputt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und werde in eine andere Community gehen. Ich richte mich zum Beispiel heute nach dem Mondkalender. Das habe ich eigentlich nur am zweiten und dritten Tag gespürt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Ich habe eine Outdoor-Küche, die jetzt im Prinzip eigentlich schon funktioniert. Ich habe die letzten Tage hier einen Steinboden verlegt. Die Terrasse wird noch fertig gemacht. Aber im heutigen Video will ich alles soweit bereit machen, dass ich hier wirklich kochen kann. Das heißt, ich habe vor, hier unten eine Holzbearbeitungsstelle hinzubauen, wo ich dann gemütlich mit der Kettensäge Holz schneiden kann und mit der Axt dann spalten kann. Ungefähr auf diese Größe, damit ich zukünftig ganz einfach hier kochen kann. Und bevor es losgeht, ein kleiner Ist-Zustand von der Baustelle. Also hier habe ich vor, einen Tisch hinzubauen. Das sieht man das hier schon aus Regalen, alles kostenlos. Ich habe mir Paletten kostenlos bekommen und hier gibt es diese Rahmen mit einer Metallverstärkung. Den Ofen habe ich bei OLX, also dem portugiesischen eBay, für schlagenhafte 90 Euro. Oder vielleicht sogar 80 Euro gekauft. Und richtig gut. Mit einem Ofen zum Backen. Hier ist Feuer. Und da unten nochmal eine Feuerholzstelle. Und hier kann man sogar warm Wasser. Ich lasse ihn jetzt ein paar Stunden laufen. Man sieht hier, ich glaube, das ist sogar Öl. Das heißt, ich feuer den jetzt eine Weile an und heute Abend koche ich dann. Hier soll wahrscheinlich eine Art Kühlschrank hinkommen. Und hier Spülbecken, damit ich hier Geschirr machen kann. Und hier das Holzlager. Und hier meine wunderschöne Hängematte, direkt am Eukalyptuswald. Der ein oder andere mag sich erinnern, von letzter Woche zum Beispiel das Video, ich verkaufe meinen Eukalyptuswald. Ich habe hier mein Eichenholz gelagert gehabt und habe hier erstmal nur provisorisch eine Terrasse hingebaut, mit absichtlich einer leichten Schräge, damit ich auch hier laufen kann und das Wasser nicht alles hier runterläuft. Ich will es jetzt noch ein bisschen ausbessern, das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Regenrinne hin, damit das Wasser immer schön abläuft. Ein kleines Gestell und dann geht's weiter. So, immer gut kontrollieren, ob es schräg ist. Es darf nicht level sein. Sieht gut aus. Jetzt können die Steine rein. So, ich probiere das jetzt leicht abschüssig zu bauen. Also in die Richtung will ich das schön gerade haben. Das heißt, die ganzen Pfeiler sollen schön gerade sein, aber Richtung zur Wand. Dass das Wasser schön in die Regenrinne abläuft und dann hier weitergeht. Und dafür habe ich hier die Schnur. Ich mache die mir erstmal grob. Ich habe ein ziemlich gutes Augenmaß gehabt, muss ich sagen. Ich habe gerade überprüft. Hier ist es level. Ein kleiner Tipp, hier gibt es diese Markierungsstreifen, die parallel sind. Also wenn man es richtig genau will, kann man sich noch ein Brett drunter legen, aber ich mache das jetzt Pi mal Daumen. Das heißt, so ist es jetzt Pi mal Daumen waage. Und hier ist eine kleine Senke. Man sieht es. Und das ist mir auch schon so aufgefallen, dass es hier ein bisschen höher ist. Das heißt, ich bewege jetzt die Schnur. Bisschen weiter runter. Den ganzen, ups, das war wohl zu viel. Und gucken, dass die Schnur immer in der Luft ist. Wie gesagt,
gesagt, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen passt. Und die Markierungen, um das Level zu halten, ist eigentlich, ich sag mal, wenn man Boden pflastert, ist das sehr sinnvoll, aber wenn man nur so ein bisschen Erde verschiebt, denke ich, reicht es, wenn man es per Auge macht. Aber zum Boden verlegen oder Mauern bauen, ist das echt eine tolle Sache. Jetzt will ich das hier alles schön frei machen. So, ich habe jetzt doch keine Pause gemacht und mir mal den Schneidebock geholt, den ich für meinen Hausbau gekauft habe. Dazu gibt es ja auch ein Video. Der ist sehr instabil und ich merke auch viel zu groß. Also entweder ich baue einen neuen oder ich mache die Terrasse ein bisschen größer. Aber da ich heute Abend den Ofen testen will, habe ich hier einen Vergleichsstock. So groß will ich ungefähr Stäbe haben. Und jetzt schneide ich erstmal die ganzen Eukalyptusstämme und gucke, ob das funktioniert. Also ich werde mir zukünftig einen kleineren bauen, weil der Abstand zwischen den Haltern ist leider ein bisschen zu lang, dass ich die nicht gut auf die Länge bekomme. Aber vorerst langt das. So, neuer Tag. Ich war heute Morgen schon ganz fleißig, habe noch ein paar Paletten geholt. Ich will hier jetzt noch eine kleine Küchenzeile hinmachen. Aber bevor es daran geht, will ich die Holzvorbereitung noch zu Ende bringen. Ich habe hier ein paar Eukalyptusstämme, die ich hier von meinem ehemaligen Wald habe. Das heißt, ich will mir einen Spaltbock machen und dann auch noch gleich ausprobieren. Das heißt, wir gehen jetzt an die Bäume und außerdem habe ich noch ein Experiment vor. Ich versuche mir Scheiben abzuschneiden und dann gleich noch ein Schneidebrett oder andere Sachen zu machen. Fertig. Jetzt ist alles bereit. Jetzt müsste es noch getestet werden. Ich habe mir hier diese Scheiben rausgemacht. Und mega geil. Das riecht zum einen richtig geil. Zum anderen ist es auch Eukalyptus. Das heißt richtig hartes Holz. Es ist noch nicht zu Ende getrocknet. Das heißt, es kann sein, dass hier noch Risse reinkommen. Aber ich werde mir daraus jetzt auf jeden Fall mal ein Schneidebrett machen. Und ich habe hier noch einen Klotz und hier einen Klotz. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ich hier und der Kettensäge oder irgendwelchen Spaltwerkzeug machen könnt. Wie ihr wisst, baue ich ja unten gerade ein Haus und ich habe wirklich das Ziel, alles aus Materialien von meinem eigenen Land zu bauen. Genauso wie hier, die Küchenzeile, die ich jetzt baue, das wird eine bewegbare. Das heißt, ich werde die nur temporär machen, zukünftig soll hier eine richtige Steinküchenzeile entstehen. Aber dazu gleich. Jetzt wird das Holz geschnitten und dann wird es in die Küchenzeile gebracht.
Dann kann es jetzt losgehen mit den Palettenbauten. Also ich habe ja heute Morgen hier noch Paletten geholt. Das alles habe ich bereits letzte Woche gemacht. Ich habe alle Bretter gelöst. Das mache ich generell immer und sortiere die dann hier schön nach Größe. Und habe die dann alle aneinander gemacht, damit ich eine schöne Fläche habe. Ich wünsche, das wäre wasserdicht. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Holzbaukenntnisse sind nicht so hoch. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht so viel erklären, sondern eher einfach mal machen, intuitiv. Und dann schauen, wie das abläuft. Aber die Tischplatte ist, denke ich, soweit fertig. Und jetzt kommt erstmal hier, will ich eine Tür machen. So, liebe Freunde, wir machen hier einen Cut. Also ich hatte vor, diese ganze Kommode hier innerhalb von 1 bis 2 Tagen zu bauen. Aber diese Woche ist einfach nicht so gut gelaufen. Ihr seht hier meine rechte Tür. Es war alles schon fertig. Aber ja, da das Video heute online kommt, ist das jetzt auch das Ende. Ich zeige euch, wie ich die Feuerstelle mache und wie ich das alles baue. Seht ihr dann nächsten Freitag auf meinem Kanal und auch zukünftig, wie ich die Outdoor-Küche weiter ausbaue. Das heißt, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, was ihr könnt, teilt, macht alles, um den Algorithmus anzustoßen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche sehen. Euer Robin.